Ich möchte eine Sache mit euch teilen, über die ich mich sehr gefreut habe. Es gibt nämlich eine Entscheidung über das Thema Bestellerprinzip für die Maklerprovision beim Immobilienkauf. Und dort war ja die Frage, ist es jetzt so, dass man als Käufer nicht mehr die Maklerprovision voll bezahlen muss, sondern möglicherweise gar so, dass der Besteller, also der Verkäufer, den Makler beauftragt hat, die Maklerprovision voll bezahlen muss. Beides ist nicht der Fall, sondern es wird sich jetzt hälftig-hälftig geteilt. Und ja, ich möchte euch zeigen, wo ich das gelesen habe. Immocation.de/news. Naja, also im Ernst, wir probieren hier immer mehr, versuchen mal ein bisschen Meldungen zu aggregieren. Auf Immocation.de/news könnt ihr mal, hier sieht man es, könnt ihr mal ausprobieren. Und hier gibt es eben einen Artikel heute. Die Maklerprovision durch Bundestag beschlossen. Ab 2021 sollen Käufer und Verkäufer einer Immobilie zu gleichen Teilen die Maklerprovision übernehmen. Ja, hier der ganze Artikel. Ist es gut oder ist es schlecht? Es ist selbstverständlich gut und für mich auch wirklich eine echt geile Meldung, weil ich meine überhaupt, also wenn die Maklerprovision plötzlich geteilt wird, also es gibt ja manchmal auch noch Innenprovisionen, aber das, was der Makler in Summe bekommt, wäre das die komplette Außenprovision, sagen wir 7%, die ich normalerweise kaufen müsste als privater Immobilieninvestor, der versucht seinen Bestand aufzubauen und ich kaufe etwas für 100.000 Euro, dann sind das 7.000 Euro, die an den Makler schon mal eingehen, plus ja noch Grunderwerbsteuer und die ganzen anderen Nebenkosten. Meistens bezahle ich die ja auch noch voll aus dem Eigenkapital. Das heißt, wenn ich für 100.000 Euro etwas kaufen möchte, dann musste ich bisher, sagen wir mal, mit einem Makler mit 7%, dann musste ich vielleicht 15.000 Euro Eigenkapital mitbringen, wenn ich es sonst zu 100% finanziere. Und jetzt fallen da mit dieser Regelung 3.500 Euro weg. Und das ist natürlich schon ziemlich geil, weil ich einfach direkt Eigenkapital spare. Das wollte ich nur ganz schnell mit euch teilen. Das war's auch schon für diesen Vlog. Ich gehe jetzt in den Garten der Schwiegereltern. Es ist jetzt bestes Wetter hier in Thüringen. Mach Family Time, auch noch Montag, Dienstag Family Time. Es wird jetzt bei mir etwas gemütlicher. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.